Die Innenstadtbelebung ist ein wichtiges Thema. Ich werde das auch ganz konkret angehen mit Gesprächen mit allen Gewerbetreibenden und Geschäfteinhabern. Das wäre mein erster Schritt. Dann die Gespräche mit allen Eigentümern, die in der Innenstadt Immobilien haben und unter Einbeziehung des Werberings und des City Marketings. Und was mir ganz wichtig ist, die Bürgerschaft mit einzubinden. Wir sind alle Kunden, wir wollen alle in der Innenstadt einkaufen. Und da gibt es einige Defizite. Das Marktangebot, das derzeit in der Innenstadt ist, ist nicht vollständig. Natürlich trägt auch der Internethandel spielt eine Rolle. Das ist aber keine Sache, die die Stadt Nürtingen alleine betrifft. Wichtig ist, dass wir ein lokales Netzwerk schaffen. Das heißt, du hast schon konkrete Ideen oder möchtest du tatsächlich zuerst die Bürger befragen, weil das dir am allerwichtigsten ist, was die Bürger wollen? Und dann daraus entwickelst du Ideen oder wie darf ich das verstehen? Sowohl als auch. Als erster Schritt wäre mir wichtig, die Ladenbetreiber, die jetzt da sind, zu erfragen, wo wollen sie hin, wie sehen sie ihre Position, ihre Situation, mit den Eigentümern auszuloten, welche Mietvorstellungen haben sie, welche Möglichkeiten gibt es, eventuell auch Flächen zusammenzulegen, um beispielsweise gastronomische Ergänzungen zu bekommen oder auch Ladengeschäfte, wie ein Schuhladen, der schwer vermisst wird, insbesondere in der lebenserfahrenen Generation, zu erreichen, aber eben auch ein Café, das sonntags offen ist, vielleicht auch ein Bistro für die Studenten, für die junge Generation. Und parallel sozusagen auch die Bürgerschaft mitzunehmen, die Ideen mitzunehmen, das Engagement mitzunehmen, das wäre mein Ansatz. Konkret hätte ich das Thema an der HFEU, den Campus an der Neckarsteige, dieser wunderschöne Innenhof, wäre eine ideale Möglichkeit. Ich habe mit der HFEU dort auch schon erste Gespräche geführt. Die sind da offen für einen Café, für eine schöne Bewirtschaftung, eventuell mit Studenten oder einem Betreiber dann auch, um diese schöne Ecke auch wieder zu beleben, insbesondere auch sonntags. Also konkrete Ideen gibt's. Das wäre ein. Ja, also das ist das absolut wichtige Thema. Da müssen wir natürlich erst eine Kurzanalyse machen. Also wenn man vom Bahnhof in die Innenstadt läuft, dann sieht man, dass ja auch was im Argen liegt. Es gibt Leerstände in der Marktstraße. Markt, das ist ja eigentlich das Zentrum in der Neckarsteige. Es fährt auch Müll rum und ich sage immer Friseurisierung der Innenstadt. Also wir haben auch wahnsinnig viele Optiker. Und die Leute sind damit einfach auch nicht zufrieden. Und jetzt hat auch noch der Hauber zugemacht. Das heißt, das Vollsortiment, man kann nicht mehr einkaufen. Da müssen wir natürlich was ändern. Und das ist ganz wesentlich. Und es ist natürlich nicht einfach, weil wir haben ja den Onlinehandel. Das hat jeder, also jede Stadt muss damit kämpfen. Aber wir haben natürlich auch die Nachfolgeproblematik. Aber wir haben auch die Nürtinger Probleme. Und das ist natürlich die Topografie. Und da müssen wir zum Beispiel schauen, dass wir auch größere Ladenflächen gerieren, diese Carré-Lösungen, und wir haben auch zu viel Bürokratie. So haben wir zum Beispiel die teuerste Außenwirtschaft, also wenn man außen bewirtschaften will. Jetzt wollen wir aber ja mehr leben in der Stadt, dann müssen wir das natürlich auch preiswerter anbieten. Zum Beispiel kennst du ja vielleicht dieses Eiscafé oben an der Neckarsteige. Die versuchen seit Monaten eine Außengastronomie da zu installieren. Das ist ja was Tolles, weil jetzt oben an der Neckarsteige, an diesem schwierigen Platz, da gibt es jetzt Kinder und Familien, die da Eis schlotzen. Und das ist ja eine Belebung, aber da müssen wir denen auch natürlich entgegenkommen und auch kreative Lösungen. Also ich merke schon, es gibt konkrete Ideen. Könntest du, also ich werfe immer ganz gerne Kirchheim unter Tech so ins Spiel, weil die Stadt eine ähnliche Größe hat, sogar ein bisschen kleiner ist als Nürtingen, aber es trotzdem besser geschafft hat,
mit diesen, sagen wir mal, Problemen, die es natürlich gibt in der heutigen Zeit, Internet, du hast es angesprochen, besser zurechtzukommen. Was machen die richtiger als die Nürtinger? Also ich finde Nürtingen erstmal viel schöner als Kirchheim, auch diese schnucklige Innenstadt. Aber sie haben natürlich eine andere Topografie und deswegen sind es auch nicht die Lösungen von Kirchheim, die für Nürtingen passen. Okay. Wir müssen zum Beispiel auch das Rad nicht neu erfinden. Wir können zum Beispiel auch nach Bad Cannstatt schauen, da haben sie einen Abendmarkt eingeführt. Die hatten auch das Problem, dass die Kaufkraft abgezogen ist. Und mit dem Abendmarkt ist wieder total viel Leben in der Bude. Und das finde ich zum Beispiel eine Idee, die sehr wichtig ist. Und dann haben wir ja in der Innenstadt das Problem der Öffnung zum Neckar. Wir haben nicht so viele grüne Inseln. Und da habe ich die Idee, dass man zwischen dem Kreisverkehr an der Neckarsteige und dem Hölderlin-Denkmal, dass man da eine Flaniermeile macht und quasi das für den Verkehr stoppt. Das wäre verkehrsrechtlich möglich und das wäre dann diese Öffnung zum Neckar hin, die wir ganz dringend brauchen. Und jetzt, wo die Bahnstadt im Osten ist, da verschiebt sich ja irgendwann mal das Gewicht. Da ist es ganz wichtig, dass wir den Neckar auch nicht vergessen. Und das wäre eine Belebung. Und dann verschwinden auch diese seltsamen Nutzungen, irgendwelche Tippbüros, Shisha-Bars, die warten da verschwinden. Aber wir müssen natürlich uns darum kümmern. Wir müssen uns auch um den Müll kümmern. Und ich habe das Gefühl, dass das Schiff Nürtingen so ein bisschen dahin dümpelt. Und da will ich mich als Oberbürgermeister auch ganz einsetzen. Dass es aufgeweckt werden muss, habe ich das so richtig gesagt? Ja, Sie haben gewisse Maßnahmen natürlich auch. Du hast ja hier dieses Hifthorn, ja. Das kann ja auch im Wappen, das kann ja auch zum Aufbruch blasen und keine Misstöne. Und ich sage immer, man sagt ja immer, ja gut, der Oberbürgermeister kann ja jetzt nicht die Sachen selber vermieten. Das stimmt. Das ist richtig, aber ich denke, er kann Impulse geben, so wie du jetzt gerade schon gesagt hast. Und Rahmenbedingungen schaffen. Das stimmt, die Wahrnehmung ist richtig und die hat natürlich ganz viele Gründe auch, die alle aufzuzählen, sprengt hier sicher der Rahmen. Aber sag mal die wichtig, sag mal die wichtigsten. Es ist eine Verlagerung zum Internet hin, es sind Geschäfte, die aus familiären Gründen keinen Nachfolger haben und der Konsum an sich ist in einer gewissen Wandlung auch, die Art, wie man konsumiert. Und das sind grundsätzliche Schwierigkeiten, die jede Kommune zu meistern hat. Wenn wir jetzt aber nach Kirchheim zum Beispiel gucken, die meistern das deutlich besser als wir, Kirchheim Tech. Ne? Das heißt, es ist doch möglich, die Innenstadt noch mehr zu beleben, als wir es jetzt momentan haben in Nürtingen. Konkrete Ideen dafür? Also dann bleibe ich beim Beispiel Kirchheim. Und zwar geht es darum die Erreichbarkeit von Kirchheim und die Infrastruktur. Ich war gestern Abend in Kirchheim Pizza, also übrigens. Die Stadt ist frei vom Durchgangsverkehr. Kirchheim hat seit Jahren die Spange. Kirchheim hat die Autobahnnähe, deshalb hört man es auch manchmal, da haben sie ein bisschen Pech. Aber im Prinzip kann ich mit dem Fahrzeug in Kirchheim jeden Punkt erreichen. Und durch diesen Wegfall von dem ganzen Transitverkehr, ich nenne es mal Transit, das sind Personen, die einfach über die Stadt hinüberfahren, irgendwo hin möchten. Und wenn diese Personen die Stadt meidet oder auf Umfahrungen sind, habe ich in dem sogenannten Quellverkehr, das ist das, was man innerorts erledigt, mit Auto, Fahrrad oder auch mit Rollerskates, scheißegal, haben diese Menschen mehr Raum in der Stadt. Und das ist eine Qualität von Kirchheim. Und da kann jeder, der sich jetzt das anguckt, mal drüber nachdenken, wie sich das anfühlt, wenn ich an einen Punkt will in Nürtingen und muss mich erst durch diese ganzen Autos durchquälen, die eigentlich gar nicht in der Stadt hinwollen. Die wollen das ist ja im Prinzip dein Hauptthema. Ich muss ganz kurz unterbrechen und den Zuschauern sagen, dass wir ja im Freien sitzen. Wir sitzen bei der Heinrichsquelle. Da kann natürlich mal ein Polizeiwagen, ein Krankenwagen vorbeifahren und man hört es. Es könnten auch mal Fußgänger vorbeilaufen. Also damit müssen wir einfach leben. Keine Angst, ich werde nicht gesucht. Noch nicht. Noch nicht, nein, davon gehen wir aus. Genau. Wir waren bei den Ideen für die Innenstadtbelebung. Da wären wir ja im Prinzip schon wieder bei deinem Tunnelsystem, über das wir nachher aber auch noch sprechen. Ja. Weitere Ideen, wie so eine Innenstadt mit neuen Geschäften belebt werden kann? Also grundsätzlich ist die Stadt ja für die Qualität des Stadtbildes verantwortlich. Jetzt haben wir die Neugestaltung, oben ist durch die Gemeinde auch durchgegangen. Da wird der Pflasterbelag ausgetauscht, das wird auch Seniorinnen und Senioren gerecht. Da ist die Stadt dran. Und ich habe noch zwei Punkte in dem Zusammenhang, ich sage mal, das ist so eine Art Zahnlückenthematik. Es sind durch den Wegfall von Geschäften entstehen Lücken. Das heißt, das Kauferlebnis wird ein bisschen da gestört, sage ich mal. Oder, ja. Und da muss natürlich City Marketing und die anderen Verbände, die dem anhaften und Laden
Betreiber, die müssen darüber nachdenken, inwiefern man so einen Lückenteppich weiter betreiben kann. Und dann ist die Frage strategisch, also jetzt rede ich über einen Zeitrahmen von über 5 Jahren auch, inwiefern man das jetzt zentralisiert, dass man sagt, man hat einen hochwertigen Punkt und hat da ausgelagert dann noch Gastronomie ein bisschen weiter weg. Jetzt ist sehr zergliedert und man hat eine lange Strecke zu marschieren, zu laufen, und das sind Dinge, die kann man auch angehen. Also wenn ich es richtig verstanden habe, es soll mehr sollen sich die Geschäfte in einem kleineren Kreis, sage ich mal, bündeln und von da aus vielleicht dann, dass da welche dazukommen. Genau, so das wäre die Idee, dass der Bereich hochwertig ist und dass der Besucher, der hier Geld ausgeben will, auch nicht so lange spazieren muss. Das wäre die Idee, also die reinen Dinge, die man kauft, Schuhe, Kleider, Brillen und sowas, dass man das beieinander hat und halt auch abwechslungsreich. Und manche Geschäfte sind halt schon ziemlich weit weg vom Schuss, sage ich mal. Und da muss man drüber nachdenken, inwiefern dann das sich ändert mittelfristig mit den ganzen Straßen. Ja. Und natürlich ein wichtiger Punkt bei der Innenstadt, der ist allerdings auch langfristig zu sehen, ist das NC, also das Kaufhaus Hauber, unser Dinosaurier. Da bin ich jetzt nach reiflicher Überlegung, hat man da also echt Zeit genommen, ganz klar für einen Rückbau von dem Haus, weil das nicht einladend ist. Also ich habe mir es mehrfach angeschaut, in der Außenwahrnehmung, es gibt viele Städte, die so Gebäude haben, die waren damals gut, die haben einen guten Job gemacht, die Gebäude. Ich weiß nicht, wie es mit so einem Gebäude weitergeht, weil das zeigt nichts Aktuelles. Also ja, es ist nicht zeitlos. Ne? Im Vergleich zur alten Architektur sind die Gebäude, Nachkriegsgebäude, sind nicht zeitlos, muss man immer wieder sagen. Es ist ein deutlicher Abdruck von Beton. Und wenn man da natürlich das mal als Chance sieht, was Nürtingen hat, es gibt natürlich nicht nur die Belastung, sondern die Chance, die gesamte Fläche, wenn die zur Verfügung stünde für Neubebauung, da könnte man einen Glanzpunkt setzen, der sich gewaschen hat. Mhm. Und der wäre dann Baujahr, was weiß ich, 2023. Und das wäre der volle Knaller. Und dann hätten wir wieder den richtigen Magneten. Und da wären die Leute allein schon architektonisch neugierig. Die werden dort mal zum Einkaufen kommen, die sagen, das müsst ihr mal sehen, was die hier für Dinge hingestellt haben. Und das sind eigentlich spannende Dinge. Da muss man auch begreifen, dass eine Stadt sich wandelt.